Okay, natürlich gibt es auch heute eine Pressekonferenz, zu der wir Sie ganz herzlich begrüßen. Und nach der Partie Bietigheim gegen die Fischtown Penguins. Unsere Gäste haben am Ende mit 2:0 gewonnen. Und ich gebe zunächst weiter an unseren Kevin Goudet, der das Spiel aus seiner Sicht erklären wird. Ja, schönen guten Abend. Wir haben sehr gut begonnen. Wir haben viel Druck gemacht, ein paar gute Chancen gehabt, aber wie das Spiel in Crimmitschau, wo wir haben 18 Scoring-Chancen im ersten Drittel. Wir haben vier Chancen, nicht unglaublich Chancen, aber Chancen verpasst. Und ich habe gedacht, dass vielleicht die Eishockey-Gods nicht auf unserer Seite heute wie in Crimmitschau. Aber endlich haben wir ein Tor geschossen nach zwei Drittel. Und dann, wir haben Glück gehabt natürlich am Ende. Bremerhaven hat ein paar sehr gute Chancen gehabt und die Hockey Gods natürlich, und tut mir leid, die Hockey Gods ist Pech und Glück. Die Gods war unsere Seite und wir haben auch mit Glück und ein sehr starker Charpentier die 3 Punkte zu Hause gebracht. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben die letzten 3 Spiele sehr gut gespielt und ja, Dankeschön. Okay. Danke. Gibt es Fragen an unseren Gästetrainer? Keine Fragen, dann gebe ich weiter, Gunnar. Ja, wir können uns nicht beklagen, wenn wir keine Tore schießen. Wir können nicht immer einen Punkt mitnehmen. Wir hatten einen sehr starken Torhüter, einen Jäger, er hat sehr gut, besonders in Anfang, gehalten. Wir konnten nicht das eigentlich umsetzen, was wir wollten machen. Wir hatten so viele Scheibenverluste auf den Linien. Ich meine, das ist auch ein bisschen typisch, wie das, auch wenn man keinen Torhüter hat. Aber das ist noch wichtiger, dann Scheibe tief zu kriegen. Das hat wir heute nicht geschafft. Das war viele Querpässe und da hat wir nicht das Druck dann kreiert. Denn erst in letzte Dritte nach der 0-1 hat wir eigentlich angefangen, ein bisschen mehr druckvoll zum Tor zu spielen, so wie wir eigentlich wollten machen. Aber ich weiß es nicht, dass es war das Druck, dass man müssen, dass wir hat wirklich manchmal verkrampft ausgesehen. Also, dass wir hat immer die schwierigste Alternative. Ich meine, Karsten hat sicher diese Woche 40 Schüsse in jedem Training geschossen. Ich glaube, er hat heute einen Schuss auf Tor gebracht. Nur als ein Beispiel, wo er einen richtig guten Schuss hat. Wir brauchen, dass die Leistungsträger dann das umsetzen. Und heute hat wir das nicht geschafft und deswegen hat wir auch keine Punkte gekriegt. Danke. Gibt es Fragen an Gunnar? Den Grund für die Verkrampfung, den verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, wenn es 40 Minuten 0-0 steht oder so, warum man dann verkrampft ist. Wenn man hinten liegt und verkrampft, das kann ich verstehen. Aber kannst du dir das erklären, warum man, selbst wenn das Spiel noch vollkommen offen ist, war es ja mit 2 Minuten Torhütern, warum man dann verkrampft? Ist das Kopfsache? Ja, das ist klar. Ich meine, das ist klar. Ich glaube, man fühlt das Druck auch, besonders erst das Spiel zu Hause, dass du weißt, du kommt diese müssen gewinnen und so weiter. Das kennen alle, wo Sport gemacht. Also, ich weiß nicht, dass verkrampft ist der richtige Ausdruck, aber wir hatten eigentlich immer die schwierige Alternativ genommen und das ist oft ein Zeichen, dass man mehr denken, als man sich bewegen. Das ist so. Das ist, wie gesagt, die Erfahrung, wenn man locker ist, dann lass man Scheibe gehen, dann geht die Beine. Wir nehmen auch ein paar nicht so kluge Strafen, wo die Scheibe nicht mehr ins Spiel war. Alles das kommt zusammen, aber das ist so und das muss wir akzeptieren. Und für alles von den Chancen, was wir hatten am Schluss, so ausgleichen, da muss eine Scheibe rein, das ist nur so. Und die macht man die nicht. Das mit Torhütern auszunehmen, das ist 50-50 Chance. Ich meine, das ist öfter, das ist in Hosen gegangen, geht das in andere Richtung. Und das war so heute. Wenn du jetzt sagst, das ist eine Frage des Drucks, der ist jetzt ja nicht weniger geworden, wenn ihr mit einem Punkt dann am Sonntag losfahrt.
habt ihr auswärts den gleichen Druck. Was kann man als Trainer auch machen, sag ich mal, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen? Na, wie ich das sehe, wir müssen anfangen, mehr und mehr zu spielen. Wir müssen anfangen, mehr Scheiben zu Tor zu bringen. Und diese Quäntchen Glück, was du brauchst, dass ein so ein Scheibe in Tor gehen. Ich meine, das ist ein bisschen, was Kevin redet über. Der hat so viele Chancen gehabt, die letzten Spiele, und die Scheibe ist nicht in Tor. Aber man darf nicht aufgeben. Man muss das zwingen. Und das kann, wir kann nie ein einfaches Tor kriegen, wenn wir mit den Scheibe passen, sondern wir müssen den Scheibe so Tor bringen. Erst dann kann wir diese Glück erzwingen. Habt ihr da mehr Fragen? Keine? Okay, dann bedanken wir euch bei euch für euer Kommen. Nächstes Heimspiel nächsten Sonntag gegen den SC Rissersee. Kevin, dir wünschen wir eine gute Heimfahrt. Alles Gute. Wir kommen nochmal am Ostermontag. Hoffen natürlich, dass wir dann den Spieß umdrehen können. Und dann, okay, schauen wir mal. Also wie gesagt, schönes Wochenende an alle. Sonntag geht's weiter in Dresden um 17 Uhr. Danke.